Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt und was auch gleichzeitig ein Platin-Gate wird, weil ein Kollege von mir hat gesehen, dass ich das mir runtergeladen habe in meiner Spieleliste, und der hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man hier eigentlich relativ schnell in den ersten Levels Platin machen kann, und das werde ich mit euch jetzt machen. So, also ich hoffe, es ist nicht zu laut und ich habe das alles schon ein bisschen runtergeregelt, aber naja. So, als erstes gehen wir hier zum Automaten. Wir müssen einmal den Automaten benutzen. Dann kriegen wir nämlich die erste Trophäe, dass wir den Automaten benutzt haben, und eine Trophäe, dass wir ein Item bekommen. Wenn wir ein Item bekommen. Jupp, da ist er. Win-win. So, wir haben noch 200 Diamanten, die können wir jetzt gerne nochmal opfern. Und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch die 500 Diamanten oder so. Also wenn ihr das Glück haben solltet, diese 500 zu bekommen, ich weiß nicht, ob das dann schon zählt, dass man 500 Diamanten im Spiel sammeln muss. Das kann ich euch nicht sagen. So. Und wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Also eigentlich braucht das nur einmal machen. So, dann gehen wir ins Spiel. Eins ist so ein schönes Spiel. Könnt ihr einen von den wenigen Charakteren auswählen. Also ich habe ihn ausgewählt. Hier ist der Anfangslevel. Hier wird erstmal erklärt, was wir brauchen, was wir holen können. Ihr braucht 500 Diamanten. Diese kleinen Schlüssel da unten öffnen praktisch das Tor. Dann braucht ihr 20 Staubsauger, die da unten rumflitzen, und 20, die da in der Luft schweben. Und dann habt ihr schon Platin. So, hier wird ja super erklärt. Hier können wir dann einmal durch. Können wir gleich das nächste Level starten. Also bis Level 2 gibt es nämlich. Ach, fuck. Papa. Jetzt sag ich schon Papa. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte mal mit einer Kleinen reden. So. Einmal nichts aufsammeln, gleich hoch. Tor öffnen. Hier gibt es zwei Trophäen. Wir können jetzt mit dem nächsten Level weitermachen, aber ich mache das noch alles wegen den Diamanten. Ah, Mist. Das war jetzt mein Fehler. Die Trophäe für Sterben. Und ihr müsst aufpassen, nicht so viele Bomben verschwenden. Ihr habt eine gewisse Anzahl. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr. Nicht, dass euch noch ein paar Gegner fehlen und also im Level sind und ihr habt kein Dynamit mehr. So. Mit. So, die nächste Trophäe. Diamanten mit.
sterben. Bin ja eben schon gestorben, aber ich muss dieses Fortsetzen nehmen mit 500, ja. Das gibt nämlich auch eine Trophäe, weil ich eben aus Versehen gestorben bin. So, und dann machen wir weiter. Und dann, falls wir gar nicht gestorben sind. Dann gehen wir einmal in den Item-Shop, kaufen uns ein Item, gibt auch nochmal eine Trophäe für Shopping, machen wir weiter. Oh, Mist. Ah ja, Antigravitation haben wir. Also die Fliegeteile haben wir schon. Jetzt fehlen uns nur noch die... Hoppala, Staubsauger. Mist. Staubsauger. Da könnte ich jetzt hier praktisch ausweichen. Und meine Diamanten aufheben. Oder meine Bomben aufheben.
Ach, du. Ah, haben wir. Und Platin haben wir jetzt auch. Da brauche ich nur im Prinzip nicht mehr wählen. Aber wir machen es noch. Also eigentlich im Prinzip eine schöne kleine Bombermänner-Trappe, würde ich jetzt sagen. Ja, und gleichzeitig hat man mal schnell in 11 Minuten auch eine Platin gemacht. Also beides eigentlich an Süd. Gut, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Mit dem angezockt und gleichzeitig Platin-Guide. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.